Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Detroit Become Human. Ich soll jetzt das Essen servieren. Na gut, dann servieren wir mal. Kann man jetzt vielleicht nochmal mit dem Affen reden hier? Nee. Oder mit Alice, mit dem kleinen Mädchen. Mit dem bedauernswerten Kind, das war so ein Arschloch als Vater hat. So. Ja, wollen wir mal gucken, wo... Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ja, Spaghetti mit Tomatensauce oder Bolognese oder so. Lecker, lecker. Immer her damit. Schalte das Licht an. Gut. Wo haben wir denn... Alles klar. So, haut rein, Leute. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Oh, nun komm hier nicht rum, pup hier nicht rum, Alter. Krieg erst deine Leben auf die Reihe. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Hättest du nicht machen brauchen. Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Gottverdammte Schwein! Komm wieder her! Komm wieder her! Komm sofort hierher! Das ist ihre Schuld! Alles ihre Schuld! So, warte mal jetzt. Sieh nach Alice. Oh. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Bewege dich nicht. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Puh, ist mir doch scheißegal, Alter. Interessiert mich ein Scheiß, Alter. Guck doch nicht zu, wie er so ein kleines Kind einprügelt. Kannst du komplett vergessen. So, jetzt kriegt das richtig, das Schwein. Beschütze Alice. Da oben war doch eine Knarre, ne? Ja, die hole ich mir jetzt. Dann pusse ich ihn. Überzeuge Todd. Das hätte schön sein können. Hatte sofort überzeugt Todd. Beschütze Alice. So, jetzt gehen wir mal zu dem Affen hin. Ruhig, entschlossen, verständnisvoll. Todd, bitte. Ich weiß, Sie sind wütend, aber ich... Du hältst dich da raus. Sonst bist du... Alice! Daddy ist sehr wütend! So. Nein, Daddy, nicht! Tut mir nicht weh! Bitte tut mir nicht weh!
Todd ist high und wird nicht zuhören. Beschütze Alice. So, hier haben wir doch die Knarre, ne? Yep. Zu tun. Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Vorsicht, Kara! Au, Scheiße! Komm her, Miststück. Ach, Kacke! So! Scheiße! Ah, Kacke, Mann. Habe ich jetzt rechtzeitig W gedrückt? Ja. Yep. Los, Kara, verpasst du noch eine Kugel. Das Schwein hat nichts anderes verdient. So. Oh. Schnell rein in den Bus. Kara hat Todd abgeknallt. Ja, macht er nichts. Waffe gesehen in ein neues Zuhause. Waffe. Oh, Alter, was hätte man denn hier noch alles machen können? Programmknall. Gut, man hätte sich jetzt natürlich auch nicht bewegen können. Dann wäre das hier zu Ende gewesen. Keine Ahnung, was da hingekommen ist. Also das Spiel könnte man echt öfters durchspielen. Werde ich auch machen. So, Todd überzeugen. Da hätte man wahrscheinlich hier nach Kara, nach Alice gesehen. Todd geht nach oben. Nach oben gehen. Und dann, was wäre wohl passiert, wenn ich die Waffe da nicht gehabt hätte? Was hätte ich denn machen können? Und was denn hier zum Beispiel? Alter, hier ist auch richtig viel, was hier hätte passieren können. Alter, ist ja heftig, ey.
Das Verteidigen, Karl tötet Todd. Da gab es noch zwei andere Möglichkeiten. Hätte es ja die Möglichkeit gegeben, ihn nicht zu töten. Denn hier, Kara hat. Dann gibt es hier auch noch eine andere Möglichkeit irgendwie. Ja, wenn ich zum Beispiel nicht Todd überzeugt hätte, vielleicht nach zum Beispiel hier mit Todd überzeugen, sondern vielleicht gleich nach. Okay, gut. Kara wird zum Abweichler. Wenn ich mich, ja gut, wenn ich jetzt zum Beispiel gleich nach oben gegangen wäre, dann wäre das vielleicht hier oder so, keine Ahnung. Oder wenn ich, ja, oder wenn ich gleich. Ne, das ist nachdem sie Abweichler wird. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was man hier noch alles hätte machen können. Alter, es ist ja, Alter, ist das heftig. Wollen wir jetzt immer so rauszoomt? Alter. Ja. Zum Beispiel hier gibt es ja auch noch was, wenn man jetzt zum Beispiel gar nichts gemacht hätte. Zum Busrennen. Alter, das ist ja so heftig. Was hätte hier zum Beispiel noch alles passieren können? Ho! Krass. Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Schenke, ja, aber wo soll ich jetzt Karl hinschieben? Soll ich den jetzt einfach da hinten hinschieben oder hier an den Tisch? Oder, na egal, schieben ihn aber mal da, wo der Whisky ist. Ey, was mache ich denn jetzt? Der denkt wohl auch, ey, was ist das für ein Idiot, ey, was mache ich denn jetzt hier? Das ist aber ganz schön bescheiden. Okay, gut. So, jetzt geht's. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Na? Marcus, nein, ich begleite dich. Leo. Ah, sieh mal an. Vaters Plastikspielzeug. Leo. Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Argumentieren, befehlen,
raten, warnen. Hey, die Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Okay, ich mach mal das, was er sagt. Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! So, ich will gerne wissen, was passiert, wenn ich jetzt einfach nichts tue. Okay, da scheint nicht weiter zu gehen. Verteidige dich nicht. Oh, stimmt ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts! Carl, nein! Nein. Carl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Carl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein. Nein. Dad! Nein. Bitte. Das ist deine Schuld. Nein. Ohne dich wäre das nie passiert. Wenn du dir so ein Arsch wärst. Der Android. Es war der Android. Das ist nicht wahr. Alter, was für ein Arschloch ist der Sohn eigentlich. Leo hat Marcus beschuldigt. Carl stirbt an Herzinfarkt. Ja, wenn ich ihn das geschubst hätte, ich hätte ja nichts zu tun, und jetzt, wenn ich ihn geschubst hätte, dann wäre das hier weitergegangen. Alter, was für ein Arschloch. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir.
So, erzwinge ein Geständnis. Aber das ist auch wie so ein Häufchen Elend, ne? Analysieren. Alles klar, einmal. So, jetzt hier. Getrocknetes Blut. Der Schwein hat auch noch Zigaretten auf ihn ausgedrückt. LED, Hinweis auf Softwareinstabilität, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. So, warte mal. Furcht, Wunden. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Zu niedrig, ja? Ich muss mehr Druck machen. Trösten, beschwichtigen, bedrohen, beschuldigen. Ja, beschuldigen wir ihn mal. Sie sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Speicher prüfen, Vertrauen bedrohen. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Mitfühlend, Speicher prüfen, Vertrauen. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Was werden Sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Nein. Ich glaube, Sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich misshandelt. Kacke. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wieder eine Herangehensweise. Unter Druck setzen, Speicherprüfung überzeugen. Ja, setzen wir erstmal unter Druck. 28 Stichwunden! Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Er hat geblutet! Er hat um Gnade gefleht! Doch du hast zugestochen! Wieder und wieder und wieder! Bitte! Ich weiß, du hast ihn getötet. Warum sagst du es nicht? Bitte, bitte hör auf! Schon gut? Ach, Scheiße. Schon gut. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Wenn du nicht redest, werden sie dich auseinandernehmen und analysieren, und zwar Teil für Teil. Sie werden dich zerstören. Verstehst du das? Okay, gut. Dann nicht. Was kümmert mich das schon? Also, ich stehe hier nicht unter Mordverdacht, oder?
Gestehe und ich werde dich beschützen. Ich verspreche, dir wird niemand etwas antun. Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört, Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal und nochmal, bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. RA9. RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Damit ich gerettet werde. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. RA9. Wer ist RA9? Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Ich bin fertig. Nun gut. Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an! Was zur Hölle machst du da? Weg mit ihm! Okay. Komm jetzt. Steht. Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Fuck!
Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Das ist auch so ein Psycho. Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Die Wahrheit ist innen. Gut, was haben wir denn da jetzt noch so alles machen können? Verhör, auch noch ein bisschen was. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Oh Mann, die beiden tun mir einfach nur leid. Okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Finde einen Unterschlupf. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Für die Nacht. So, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und sagt das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye!